Hey ho, herzlich willkommen. Heute geht's weiter mit dem Dingo-Zusammenbau. Servo-Halteplatte. Oh, jetzt geht's hier an den Rahmen ran. So wie ich das sehe. Jetzt kann man es ein bisschen erkennen. Den werden wir jetzt nochmal zusammenbauen. Ich suche mir alles zusammen und dann sage ich. So. Also wir brauchen hier den C-Rahmen. Ich habe schon mal den ganzen anderen Kram losgeknipst hier. Kurz. Oh, die sind ja richtig edel verpackt hier, die Dinger. Ne? So, die sind nach hinten offen. So, und zwar brauchen wir jetzt hier noch die Teile. Und zwar müssen hier ganz hinten soll der hier befestigt werden. Da kommen die kurzen rein. Tja, so langsam nimmt denn das Ganze Gestalt an, würde ich mal sagen. Nee, das sind die nicht. Das sind die falschen. Ich brauche flache. Hier sind die. Dass die aber auch alles immer anders machen müssen hier. Tja, unglaublich. So, also. So, nehme ich eine Pilzkopfschraube rein und ich hatte eine Senkkopf. Und deswegen das nächste auch richtig abschließen wollen. So, dann hätten sie hier den gerne genau so rum auf die hinteren Löcher mit den ersten Träger, die sollen auch nach innen stehen. Und hier soll denn das ist ja raffiniert. Die haben die schon für vorne vorgebogen und für hinten dementsprechend auch. Das ist ja raffiniert. So, hier muss eine längere durch, weil die nämlich hier in das Plastik gehen soll. So ein bisschen fehlt es eigentlich immer mal der Grip von den Schrauben im Material. So ein ganz, ganz kleines Stück. Wobei, nee, ich hatte sie nicht ganz angezogen. Entschuldigung, Freunde, mein Fehler. Jetzt brauche ich noch solche Clips. Die habe ich irgendwo schon gesehen. Ich werde sie kurz suchen und dann sehen wir uns wieder. So, hier habe ich sie gefunden an diesem Element. Jo, da ist noch eine Menge dran zu schrauben. Und zwar sollen das die hier sein. 1, 2, 3, 2. Okay. Also sollen nur 2 ran. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber wir machen das einfach.
so wie die das haben wollen, mit den langen Schrauben soll das auf, der Motor soll nach hinten so rum eingebaut werden. Okay, also der sitzt ja schon mal ziemlich straff drin. Und dann sollen die genau hier auf die festgeschraubt werden. Also auf die zweiten Löcher von hinten sozusagen soll das Ganze dann montiert werden. Nun wollen wir noch eine lange Schraube. Ups, das waren hinten mal die falschen, die drei ganz lang. Das habe ich so nicht gesehen. Muss ich gestehen. Ah, das hier wahrscheinlich für die Kabel. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich werde da noch mal kurz die tauschen hier, die Schrauben. Weil die sind noch mal ein kleines Stück länger, sollen es aber nicht sein. So, einfach schlicht welche aus der Masse sein. Die befestigt und nach hier vorne kommt auch der erste. Okay, der erste kommt da zwar hin, aber hier zwischen. Oh. Soll auch noch ein Element wieder zwischenkommen. Zu dem Radmitnehmer, beziehungsweise Stoßdämpferaufnahme. Ich bin der Meinung, dass hier das Gewicht vom Akku nach hinten kommt beim Dingo. Und die Empfängerbox halt in vorne sitzt. So. Das Stück ist drinne. Und hier kommen die kurzen rein. Nee. Hier sollen die Pilzkopf. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Überall da, wo die Schraube direkt aus Metall geht, kommt Pilzkopf auf den C-Rahmen. Und überall da, wo sie noch ins Plastik reingreift früher, kommt halt eine
Senkkopf. So, dann hätten wir das soweit, dass dieser Teil hier drauf kommen kann. An all die Stellen. So, und zwar muss hier hinten eine Pilzkopf. Ne? Dann einmal der Dämpfer mit einer längeren. Dann zwei Pilzkopf. So, oh, es nimmt echt jetzt langsam mal Gestalt an das ganze Gerät. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon richtig auf die erste Fahrt von dem Teil. Und hier vorne kommen wieder zwei Pilze drin. So, dann sage ich erstmal, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Was haben wir heute geschafft? Den Rahmen haben wir zusammengebaut, mit dem Motor schon installiert. Jetzt merkt man auch schon ein bisschen, dass das Gewicht hat, das Ganze. Was wird als nächstes kommen? Als nächstes werden, wenn ich das richtig sehe, schon die Vorderachse montiert. Tja, da bin ich noch mal richtig gespannt drauf. Da habe ich auch richtig Bock drauf, irgendwie auf das Ganze. Und ja, bis zum nächsten Mal.